Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Es steht wieder eine Twiff-Folge an, also die Auto- oder das Auto-Wunschformat hier im Let's Play, allerdings in einer Sonderausgabe. Wir haben ja in letzter Zeit im Twiff-Format eben Sonderausgaben etabliert, in dem ja nicht unbedingt die meisten Stimmen entscheiden, welches Fahrzeug dran kommt oder welcher Aufbau, sondern mehr oder weniger der Zufall bzw. eine Auswahl aus drei Zufällen, besser gesagt. Und ihr dürft dann abstimmen, was eben drankommen soll. Und ich blende jetzt hier mal die Umfrageergebnisse vom letzten Mal ein. Da hatten wir einmal den Mazda X7 als Driftaufbau, den 97er Civic Type R als Sleeper oder den Skyline GTR R34 als Maximalaufbau. Und wenn man das jetzt mal guckt, ja, der RX7 und der Civic Type R sind sehr, sehr gleich auf. Also gerade mal nur 12 Stimmen trennen die beiden und das bei eingegangenen 1488 Stimmen, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich die Umfrage ja für mich sozusagen beendet habe. Man kann ja auf YouTube irgendwie Umfragen nicht beenden, aber und das fand ich schon super, super interessant. Natürlich werden wir heute den Mazda angehen, weil er einfach die meisten Stimmen hat, aber ich habe mir gedacht, hey, das ist so ausgewogen, da habt ihr Bock ungefähr auf, also gleich Bock auf beides. Deswegen werden wir dann irgendwann demnächst, ich weiß noch nicht wann, vielleicht nächste Woche, dann den Civic Type R Sleeper Build genauso machen. Deswegen gibt es jetzt heute keine neue Abstimmung für diese Ausgaben, sondern dann erst das nächste Mal. Wir machen quasi aus dieser Abstimmung zwei, weil ich fände es unfair, wenn man jetzt sagen würde, okay, der Type R kommt nicht dran, nur weil er ein paar wenige Stimmen nicht hatte. Gut, das soll es aber zu dieser Abstimmung gewesen sein und eben die Ankündigung, dass es eben diesmal jetzt keine neue Abstimmung gibt. Die gibt es dann, wie gesagt, bei der nächsten Folge. Ich weiß nicht, wann sie kommt, nächste Woche vielleicht oder spätestens übernächste Woche, denke ich mal, wird dann die Folge mit dem Sleeper-Aufbau zum Type A kommen. So, jetzt aber zum Mazda. Wankel, Power und wir wollen einen Trifter bauen und wir wollen es ein bisschen querfahren. Was ich jetzt aber ganz gern machen wollen würde, ist, ich möchte ganz gern das Fahrzeug mal in der Serie mal ein bisschen querfahren. Das sollte ja eigentlich auch gehen, oder nicht? Mit dem Heckantrieb, Frontmotor, eben mit einem schönen Wankel, schöne Wankelpower. Ja, und wenn die Straße ein bisschen nass ist, geht das sogar eigentlich sogar ein bisschen. Bisschen Handbremse dazu und dann. Gut, so richtig lange Drift kann man jetzt nicht ziehen, da fehlt dann doch ein bisschen die Power. Aber da werden wir jetzt gleich nachhelfen. Ich denke mal, aus dem RX-7 kann man schon ein richtig geiles Driftpaket aufbauen. Und spätestens seit dem unigen Carpack kann man ja sowieso ein bisschen mehr Drifts am Start hier. Und vielleicht werde ich auch immer mal ein bisschen besserer Drifter. Ich bin ja ein Forza Horizon oder überhaupt ein Forza nicht so der gute Drifter. Da gibt es dann doch Leute, die es deutlich besser drauf haben. Dafür bin ich, was das schnelle Fahren angeht, ganz gut unterwegs. Aber ja, man kann sich ja ein bisschen ausprobieren, ein bisschen üben und so weiter. Und das können wir heute ja dann tun. Wir können auf jeden Fall einen Direktumbau machen, Rocket Bunny-mäßig, was sicherlich eine Idee wäre. So Drift-Cars, öfters ja mal so ein bisschen krasser umgebaut. Ich würde aber sagen, wir gehen einfach mal erstmal ins normale Tuning rein. Und dann können wir uns das ja einfach mal angucken. Hier wäre quasi mehr oder weniger dasselbe Bodykit. Ist okay, ja, also kann man schon machen. Gucken wir mal, was es aber sonst so für Bodyparts gibt. Ja, ihr merkt schon, ich fange erstmal wieder Optik an, weil ich es kann. Okay. Ich muss sagen, ich finde das und das, also die beiden irgendwie schon cool für die Front. Ja, gut, ist hier Rocket Bunny Schürze. Okay. Und hinten haben wir. Ja, okay. Ja, der Breitbau geht halt leider verloren, wenn man die Varianten macht. Das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, wir machen schon Rocket Bunny. Einfach, weil es schön breit ist und so. Und das ist fürs Driften auch nicht schlecht, wenn die Spur ein bisschen verbreitert wird. Auch wenn die Front mir tatsächlich nicht so gut gefällt, tatsächlich bei dem hier. Aber wir machen es jetzt einfach mal. Ich glaube, Motorhaube können wir, glaube ich, dennoch ändern, oder? Jawohl, so sieht es aus. Da finde ich nämlich die mit den Schnellverschlüssen eigentlich schon relativ geil. Ja, Heckflügel wollen wir den hier machen. Der, nee, entweder gar keiner oder der hier.
Ich mach mal den Rocket Bunny. Machen wir einfach mal. So, Felgen. Das ist jetzt die nächste Frage. Da würde ich dann ganz gern, so wie die Hoonigans es eigentlich tun, eigentlich 1552 Felgen machen. Die Frage ist dann nur halt, welche da jetzt Sinn machen. Welche da jetzt cool aussehen. Ich glaube, das sind nicht alle. Ich glaube, wir haben hier noch mal ein paar. Dürften wir noch ein paar haben. Irgendwo dürften wir welche haben. Rudiform. Haben wir nicht hier noch welche? Ich dachte, wir haben doch mehr. Hey, haben wir nicht mehr? Oder sind die da oben dabei bei den Rennfelgen? Da haben sie eigentlich nichts zu suchen. Aber, ah ja, tatsächlich, da sind sie. Passen jetzt eigentlich so auf den Japaner eigentlich gar nicht so gut, ne? Finde ich. Die würden gehen. Ja, ich glaube, da nehmen wir doch nicht. Nehmen wir sie doch nicht. Spontan umentschieden. Weil, ja, fand ich jetzt doch nicht so cool. Welche nimmt man denn da jetzt? Ich meine, die wären auch okay. Die hätten eigentlich auch was. Ja, bei den Felgen hauen mich sowieso jetzt wieder alle. Kein Geschmack. Ja, sowas von egal, Leute. Ja, jeder nimmt halt irgendwas. Die so und... Wir können ja mal gucken, was für ein Design wir noch nehmen. Und dann können wir ja gucken, was für ein Hersteller da drauf ist. Und dann können wir ja immer noch was anderes nehmen. Und so weiß er Bescheid. So, Kinders. Ja, dann Motor, würde ich sagen. Machen wir selbstverständlich den hier rein. Der ist aber deutlich schwerer, oder? Ja, 50 Kilo schwerer. Wäre aber schon geil eigentlich. Komm. Ja, wenn die Hoonigans einen V8 einbauen, bauen wir einfach halt den vom 787B ein. Kenn ich nix. Genau so. Reifenbreite oder Mischung erstmal. Ich würde schon sagen, Sport können wir machen. Sport. Und richtig schön breit. Zack. 325 hinten. Kann man machen, würde ich sagen. Und dann machen wir auf jeden Fall mal Kupplung rein. Wir machen der Getriebe. Der Antriebswelle. Und der Differential. So. Alles ist rein. Ups. Drin, das machen wir noch. Schön tief der Hobel, sieht schon viel besser aus. Zack. 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 Ja, ich habe bewusst den Überrollkäfig reingemacht und richtig leicht darf der Hobel auch noch sein. Und jetzt gucken wir mal mit der Leistung. Da können wir das nur so machen. Ja, ich glaube, diese leichte Leistungssteigerung können wir schon machen. Ist jetzt nicht so viel. Ich glaube, beim Serienmotor könnten wir sogar vielleicht noch mehr Leistung rauskitzeln, aber ich glaube, das reicht trotzdem. Ich finde es trotzdem cool. Und jetzt gucken wir mal beim Design und dann können wir die Felgen ja je nachdem nochmal abändern. Ja, machen wir jetzt keinen Stress, würde ich sagen. Kriegen wir schon hin. Und dann gibt es ein bisschen Reifenqualm und dann werden wir mal was ganz Cooles machen. Ich habe ich vergessen. Ich gleich, nee, das vergesse ich nicht. Ich kündige es jetzt aber noch nicht an. Das machen wir gleich. Jetzt gucken wir erstmal nach dem Design. Die Optik muss ja auch stemmen und so. Ja. Könnte man machen. Star Wars könnte man auch machen. Driftworks. Ja, sowas ist halt schon. Ah, ich bin immer schon gleich angetan, wenn ich sowas sehe. So. Ich glaube, ich suche mal danach einfach. Nach Anime ist gut, Cartoon ist gut. Manga, solche Sachen suchen. Finde ich eigentlich immer ganz cool. Auf solchen Kisten. Machen ja die Japaner auch immer total gern. Auf ihre Rennwagen und so. In der Super GT sieht man das gerne mal. Ist es ein Mädel oder ist es ein Boy da drauf? Ich glaube, es ist eher ein Mädel, aber. Weil sonst sieht das Design schon echt Porno aus. Muss ich sagen. Das ist von gerade eben, das finde ich auch nicht schlecht. Gerade so mit dem Pink und so, hat schon was. Warte, guck mal, das ist dasselbe nochmal mit Blau. Ja, für die Boys, die nichts mit Dingen anfangen wollen. Drifting Queen, ja. Ich bin die Drifting Queen. ist die Frage. Nehmen wir so einen hier. Oder nehmen wir... Die Frage halt, ob das halt auch aufs... Ich glaube, die passen hier...
besser aufs diverse Bodykits oder so. Also entweder das hier oder das andere fand ich noch ganz geil. Das da. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu überladen. Nehmen wir mal, komm, nehmen wir das einfach mal. Das fand ich gleich gut, aber jetzt ist das jetzt Pink Concept und das ist jetzt Drifting Queen. Ja, wir sind heute die Drifting Queen. Hallo. Ja, ich kann meine hohe Stimme gerade nicht machen, weil letztes Mal, als ich sie gemacht habe, tat das richtig weh. Und dann, nee, dann machen wir das diesmal nicht. Ja. So, jetzt gucken wir mal, ob da auf irgendwie sponsorentechnisch irgendwie was abgebildet ist für Felgenhersteller. Dann machen wir das hier so ein bisschen richtig gut machen von der Optik her. Es lädt erstmal ewig. Gut, da werden einige Schichten drauf sein. Gucken wir mal. Das steht sogar drauf vorne. Queen. Queen. Könnte auch die Gruppe Queen sein, ja? So. Ich sehe jetzt tatsächlich keinen Hersteller. Könnte tatsächlich sein, dass keiner da ist. Ja, geil, dann lasse ich jetzt mal die Felgen. Ich weiß, es passt nicht so wirklich, ne? Ich weiß aber auch gerade echt nicht, was macht man für auf einen Triftkarre für Felgen drauf. Das ist jetzt echt die Frage. Ich guck mal schnell im Internet. Schlaue Internet. Ich mach mal RX7 Drift Car. Jetzt kommt's. Was die für Felgen haben. Moment. Seht ihr jetzt gerade nicht? Entschuldigung. Oh Gott, die haben ja zum Teil voll die hässlichen. Entschuldigung. Ah, so könnte man es auch machen. Ja, okay, ich glaube, ich weiß dann, was ich nehme. Die sind tatsächlich cooler, aber ich glaube, die sind hier zu finden. Dann müssen wir weiter nach rechts gehen. Genau, die hier eigentlich. Die passen eigentlich ganz... Also, haben halt welche. So. Oder halt natürlich klassisch. Die gehen halt immer, ja. Die TE37. Die würden auch gehen. Haben wir nicht welche, wo so ein bisschen weiter nach innen so zeigen und so? Wird so Bescheid. Ach komm. Halten wir uns nicht auf. Machen wir einfach. So unkreativ, wie ich bin. Zack, zack. Installieren machen wir. Ja, wir werden sogar noch mal ein bisschen leichter hier. Dann machen wir das doch auf jeden Fall. Und jetzt wollen wir aber hier ein bisschen Reifen vernichten. Und das, was ich gerade noch nur so angedeutet habe, wir werden mal jetzt auf Simulationsschaden gehen, denn ich wurde mal gefragt, ob wir das nicht mal machen können und gucken können, wie die Reifen, wie schnell die runter sind. Und das können wir natürlich mit dem Simulationsschaden wunderbar machen. Und in der Telemetrie können wir das ja super nachgucken, wie weit die Reifen abgefahren sind. Aber zuerst würde ich das Fahrzeug erstmal so ein bisschen einstellen, wenn man da groß was einstellen muss. Oh, das klingt schon brutal, oder? Mit dem 787B-Motor. Das ist geil. Vorsicht, die Hornissen kommen. Okay, wir stellen mal ein bisschen was ein. Ich bin jetzt nicht kein Experte, was Drift-Tunings angeht, tatsächlich. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir machen vorne das ein bisschen weicher und hinten auf jeden Fall ein bisschen härter. Und wir, Getriebe lasse ich erstmal, und wir machen hinten ein bisschen mehr Sturz so. Und da auch ein bisschen für die mehr Stabilität. Die Stabis würde ich ganz gerne relativ weich machen. So, und so, also dass sich die Karosse ein bisschen mehr neigt und so. Ja, könnte man eigentlich auch, boah, federn, das ist gut. Ich glaube, insgesamt einfach ein bisschen weicher, oder? Und hinten mehr passt eigentlich. Ein bisschen der Arsch mehr kommt. Oder ist es so, dass, ja, machen wir mal so. Und boah, Dämpfung, aber jetzt auch keine Ahnung, dass man... Das Problem ist ja, klar, ein Auto instabil machen ist nicht das Problem. Das ist ja easy. Also einfach gerade das Gegenteil machen von, wenn ich ein Fahrzeug jetzt schön einstelle. Aber es geht jetzt eigentlich darum, wie kriege ich das Fahrzeug zwar schön quer, aber dass ich es auch schön lang quer halten kann. Also dass er quasi diese schräge Form auch stabil eben hält. Das ist so quasi die Aufgabe. Ich denke halt mal, durch weiche Stabis sind wir da schon mal nicht schlecht aufgestellt.
Am Getriebe ist es gerade ein bisschen blöde, dass ich zwischen dem zweiten und dritten gerade ein bisschen herwechseln muss. Aber das Fahrzeug lässt sich eigentlich sehr gut driften. Der Motor, ey, das ist der Hammer. Gehen wir mal im Kreisverkehr, gucken wir mal, wie wir da den Drift halten können. Wenn wir da einen Drift quasi mehrere Runden am Stück halten können, dann ist, glaube ich, schon mal ganz gut. Ja, ich würde sagen, läuft. Läuft zwar kein Multiplikator gerade, warum auch immer, obwohl wir eigentlich quer fahren, aber... Nein, jetzt gerade beim Wechsel werfe ich es weg. Aber läuft, würde ich sagen. Also ich glaube, das ist schon ganz gut hier. Mit dem Driften. Wir können ja mal noch gleich in eine Driftzone gehen. Und gucken, wie er sich da so anstellt, der RX-7. Ja, ich sag grad nichts, weil ich mich hart konzentriere hier. Eine schöne Driftlinie zu finden. Ups. Ja, aber geht ganz gut, würde ich sagen, zum Driften. Aber man muss auch wirklich sagen, es gibt halt so Fahrzeuge hier im Spiel, die sind einfach super zum Driften. Silvia ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Und eben RX-7 ist auch... Alter. So ein Drecks-Aston Martin, ey. Ganze Multiplikator weg. Nee, aber die haben einfach eine gute Grundeigenschaft für sowas. Und so halt auch eben der RX-7. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal zu einer Driftzone. Ich ändere mal kurz den Filter ab. Filter, Driftzone, da haben wir's. Und dann, wir können die machen, die eigentlich auf unserer Teststrecke liegt. Das finde ich eigentlich relativ geil. Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Gehen wir jetzt hin. Und dann mache ich meine Simulationsschaden an. Ich hoffe halt, die drei Avatare und so machen uns nicht das Leben schwer. Wobei, passt mal auf, wisst ihr, was wir machen? Wir gehen mal in den Multiplayer. Also nicht so richtig Multiplayer, sondern wir gehen, dass die drei Avatare weg sind, weil die sind kacke. Und dann machen wir Online-Freifahrt. Nee, halt. Private Sitzung. Private Online-Freifahrt, genau. Und wie der probelt, voll geil. So geil, der 787B Wankel, vier Scheiben Wankelmotor. Das ist ein richtiger Umbau. Nix hier mit V8 einbauen, ey. Wenn Mazda, dann richtig Mazda. Ja, die Front könnte ein bisschen aggressiver sein. So Heckbereich finde ich relativ geil vom Breitbau, wie sie es gemacht haben. Aber vorne finde ich es ein bisschen zu rund, finde ich. Da dürfte es ein bisschen kantiger noch sein. Aber wir sind ja heute als Queen unterwegs. Von daher alles gut. Ja? So, jetzt sind wir Multiplayer nämlich. Und deswegen, es fahren jetzt keine drei Avatare mehr rum, nur noch die normalen Passanten. Und deswegen ist es auf jeden Fall deutlich angenehmer, hier jetzt rumzudriften. Achso, ich wollte ja noch den Sim-Schaden anstellen, natürlich. Darf ich nicht vergessen. Jetzt gehen wir erstmal hier Telemetrie auf den Schaden, dass wir den sehen. Für alle Leute, die nicht wissen, wie man die Telemetrie öffnet, ganz kurze Erklärung. Ihr geht auf Einstellungen, ihr geht auf Steuerung,
Ihr geht hier auf Anna durch Telemetrie wechseln auf ein und dann eben da, wo ihr normalerweise Anna aufruft, also bei Steuerkreuz nach unten gedrückt halten, öffnet ihr die Telemetrie. Aber da wollten wir gar nicht hin, wir wollten in die Schwierigkeit, wir wollten nämlich hier jetzt auf den Simulationsschaden gehen. Leider kann halt alles andere auch kaputt gehen. Uns interessieren jetzt eigentlich nur die Reifen. Und deswegen gucken wir jetzt einfach mal. Ich lasse jetzt einfach mal das Fenster. Reifen seht ihr gleich. Wir müssen jetzt nicht gleich, abnutzen. Hin sogar schon ein bisschen mehr. Muss man auf den Verkehr aufpassen. So was, da trifft man jetzt gerade nochmal zurück. Ich muss jetzt halt gerade die Drehzahl und so weiter echt gerade ein bisschen spüren. Aber es ist immer ein bisschen blöd, wenn man hier so die Kuppe runter. Ja, aber lässt sich ganz gut driften. Der Störhubel. Ja, 6% haben wir schon auf der Hinterachse. Geht auf jeden Fall ein bisschen runter. Jetzt müssen wir nur... Ich mache es nochmal eine Runde. Ich muss aufpassen, dass ich hier das diesmal richtig mache. Ah, der Verkehr ist scheiße. Ja, und jetzt haben wir einen Schaden. Nein. Aber halt genau auf der Linie, die ich gerne gehabt hätte zum Driften. Aber es ist egal, ein bisschen Schaden sollte jetzt nichts ausmachen. Ja, aber driftet sich ganz geil und vor allem auch sehr schnell. Da werden die Reifen schon gelb. Also die Abnutzung ist jetzt erhöht. Vordere rechte Bremse hat ein bisschen was abgekriegt, aber hey, wir bremsen nicht. Wir fahren quer. Ja, manchmal sind die Gegenpendler ein bisschen schwierig. Und der Verkehr manchmal ein bisschen arg im Weg. Und das, ja, nochmal abgefangen. Immer blöd, wenn man da ein bisschen ein paar Sachen abräumt, die außen stehen. Die bringen das Auto auch ein bisschen außer Gleichgewicht. Aber da lässt sich richtig gut griffen. Guckt mir mal an, auch so hier so dieser enge Drift um den kleineren Kreisverkehr hier. Geht gut eigentlich. Oh ja, auf den Randstein sollte man eigentlich nicht drauf. Oh, ja, dann hebelt es nämlich das Ganze ein bisschen aus. So, und jetzt hier der Abschnitt. Eigentlich ein bisschen weiter außen andriften sollen, glaube ich. Ah, geht gut. Ja, fährst du quer und so, hast du weniger Reifen und so. Alter, wie schnell die halt weggenutzt sind. Im Vergleich zu vorne, ja. Vorne ist quasi normaler Abrieb. Und, hier wollte ich rein, glaube ich. Wollte ich hier rein? Ja, ich probiere es halt mal. Oh. Soll ich gerade ein bisschen zu viel? Hä?
Bin gerade voll verwirrt. Oh, jetzt ist orange bei 50%. Jetzt ist es kritischer Zustand. Ah, ich glaube, hier wollte ich hin. Ich habe das gerade verwechselt. Ich glaube, ich hätte erst die zweite Ausfahrt nehmen sollen. Uah. Ja, komm, machen wir nochmal extra Burnout. Und Tor hat auch ein bisschen schon was ab, merke ich gerade rechts. Ja, und falls die Frage aufkommt, nein, die Reifen können nicht platzen, auch bei 100% nicht. Es wird nur dann irgendwann sehr kritisch. Das war ein bisschen zu viel, ist gut. Aber keinen größeren Schaden bekommen, zum Glück. Aber ich provoziere es gerade. Oh, jetzt habe ich auf jeden Fall einen Schaden. Jetzt habe ich einen Aufhängungsschaden hinten. Das ist eher nicht so geil zum Driften. Jo. Mann, warum hier kaum kommt im Regenwald? Verkacke ich, war ja wieder klar. Ganz böses Pflaster für mich. Ja, jetzt ist das Auto leider ein bisschen damaged. Ich probiere es trotzdem mal einen Drift durchzuziehen hier. Oh, nee. Das ist gar nichts. Nee, also ich glaube, wir setzen mal den Schaden wieder zurück. Es war mal ein interessantes Experiment. Also es geht schon relativ gut nach unten, was die Reifenabnutzung angeht. Aber ja, wie gesagt, das, der Unterschied zwischen abgefahrenen Reifen ist halt einfach der, dass das Grip-Level halt schneller überschritten ist. Also man ist schneller aus dem Grenzbereich raus, schneller verliert man halt die Haftung. Und ja, 100% ist halt, dann drehen sie nur noch durch. Ein bisschen Haftung darf auch noch sein, selbst beim Driften. Wie gesagt, man muss ja das irgendwo auch noch stabil halten. Oh, was mache ich denn? Habe ich gerade wo ganz anders hingeguckt. Das war nix. Ja, die Gegenpendler, da habe ich gerade ein bisschen Probleme noch. Probieren das jetzt aber gerade nochmal. Irgendwie habe ich gerade voll Probleme bei diesem feuchten Untergrund. Den RX-7 hier so richtig in der Spur zu halten. Wir probieren das gerade nochmal. Übung macht den Meister und so. Wir haben halt auf jeden Fall so ein bisschen so ein Drehzahlloch. Also man sollte echt nicht unter 7000 Umdrehungen kommen. Und das war jetzt... Hey, ich fahr voll kacke gerade. Mann! So, nochmal mit Gefühl jetzt hier gleich. Weg da. Ne, der Regenwald ist halt die Straße meistens feucht und irgendwie... Eigentlich einerseits cool zum Driften, aber irgendwie tue ich mich gerade ein bisschen schwer. Nein! Und dieser Gegenpendler, den ich genau nicht haben wollte. Naja, was soll's. Wollte nicht so richtig. So, da vorne haben wir ja nochmal zwei so Driftzonen. Die können wir auch nochmal mitnehmen. Was mache ich?
Weg da. Jetzt komm ich. Und ich fahr quer. Auch wenn man nichts wie sieht. In der Nacht. So. Und jetzt hier nochmal durch. Ah, jetzt versagt. Power. Ja, das Getriebe ist, glaube ich, nicht ganz so perfekt eingestellt zum Driften. Also stellenweise habe ich halt so das Gefühl, okay, fuck, jetzt verliere ich die Leistung. Und manchmal bin ich nur noch im Drehzahlbegrenzer. Wobei ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, lieber im Drehzahlbegrenzer irgendwie sein. Wie im zu hohen Gang. Oh, ja. Das hat irgendwie am Anfang der Folge ein bisschen besser ausgesehen. Und nochmal. Ja, das ist, da geht irgendwie die Power aus. Am Ende. Kann ich den Drift leider nicht so lang ziehen. Nein! Was war jetzt? Ja, okay, also irgendwie am Anfang konnte ich ein bisschen besser mitdriften, aber es liegt vielleicht auch irgendwie an den Straßen jetzt hier oder so oder irgendwie Pulver verschossen. Ich weiß es nicht, egal. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein mit dieser Ausgabe. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß und die Leute, die sich eben diesen RX-7 als Driftcar gewünscht haben, sind auf ihre Kosten gekommen. Ich gebe das Ganze jetzt hier noch schnell frei, dass ihr auch das Setup mal selber auschecken könnt und gerade die Pro-Drifter unter euch können das ja mal auschecken und können mir da mal Feedback geben, ob das das gut war oder ihr sagt, nee, Mann, voller scheiß Driftbild, bla, blub, blip, ja. Seid aber nachsichtig mit mir, ich bin in dem ganzen Drift-Dings nicht so wie ich erfahren. Ich bin da, wisst ihr ja, ich mache eher so Setup für schnell und quick und so, fahren und so weiter. So, gibt's hier irgendwie Driften? Jawohl, und ja, dann machen wir halt, keine Ahnung, durchschnittlich, so. Driften durchschnittlich. Das trifft auf jeden Fall bei mir. 400 km/h hat das Ding Topspeed. Wollt ihr mich verarschen? Ja, gut, klar, der 787B-Motor. Krass. 400 km/h. Das will ich aber ausprobieren. Komm, das probieren wir jetzt aus. Probieren wir jetzt noch schnell aus. Als kleiner Bonus. Und die Leute, die jetzt voreilig abgeschaltet haben, kriegen das gar nicht mehr mit. So, ja, 400 km/h wurde angegeben, obwohl ich im Getriebe da eigentlich nichts geändert habe. Aber probieren wir das trotzdem mal aus. So. Dum, 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 dum. Düdel. Auf geht's. Alter, wie das auch klingt. Drehzahlnadel in der Cockpitsicht schon längst am Anschlag, aber ja, mit dem anderen Motor kann man ein bisschen höher drehen. Alter, wie der nach vorne schießt. Vielleicht ist tatsächlich der 787B-Motor auch nicht unbedingt der perfekte Motor, um zum Driften oder so. Kann auch sein. Wobei, am Anfang lief es eigentlich ganz geil, muss ich sagen, in der Stadt und so. Vielleicht war die Gegend einfach nicht so perfekt für das. Ah, das ist voll krass, ey, wie der durchzieht. Ja, ist halt so ein richtiger Le Mans-Renner halt, ne? Das Getriebe ist gleich am... Da würde vielleicht noch mehr gehen, wenn ich den letzten Gang länger setzen würde. Und vielleicht auch nicht. Trotzdem krass. Heftiger Shit. Gut, das soll es trotzdem jetzt gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal bei der nächsten Ausgabe von Forza Horizon 3. Und wie gesagt, das Lieberbild kommt noch. Ciao!